Toni, wolltest du vielleicht mal ein paar Worte darüber verlieren, über den Ist-Zustand? Ob es ist bei ganz weitem der schlechteste S63, den ich seit langem gesehen habe, aber... Guck mal hier. Warte, was siehst du da? Das ist ein Stück. Ja, herzlich willkommen hier mal wieder, Toni, ne? Herzliches Willkommen. Hör mal, du hast mal wieder richtig Gas gegeben, du hast dich nicht lumpen lassen und wir starren hier wirklich auf... Ich war das gar nicht, das war der Alex. Ach, der Alex, ja. Der Alex hat's auseinandergebaut. Also hier ist der V8-Motor, da sehen wir den mal, ne? Wie das Ding so aussieht. Eigentlich richtig klein, so, also klein im Verhältnis wie der... Was das für ein Brummer zusammen hier mit den ganzen Teilen ist, mit den Anbauteilen. Ja, wenn du das mit diesen ganzen Anbauteilen siehst, ne, kannst du es ja mal hier kurz so einen Motor zeigen, der sieht ja auch wie so ein Trümmerhaufen aus, wenn alles dran ist, ne? Das wenn alles ab 10. ist, ja. Ist das ja auch jetzt nicht viel anders als das, nur dass er halt etwas länger ist, ne? Genau. Aber so im Großen und Ganzen ist das schon echt klein, ne? Also zwei kleine Vierzylinder einfach, ne? Mhm. Toni, wenn man hier an so einem V8 arbeitet, da kriegt man manchmal ein oder andere Hüngerchen, oder? Kann ich mir vorstellen hier in der Werkstatt, ne? Das ist Wahnsinn, ne? Also es ist immer so. Guck mal, was ich hier hab, hör mal. Was ist das? Da. Ne? Ist ja nicht so, als gäbe es eine Trinkmahlzeit, Toni. Es gibt jetzt hier auch, ne, eine Terrine. Und das Geile ist, die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen natürlich wie immer, ne? Und du hast hier natürlich auch wieder alle Nährstoffe mit dabei, ne? Bei Y-Food, immer der Klassiker. Also auch mal wieder eine gesunde Zwischenmahlzeit. Wir haben nicht nur Terrine. Und du weißt ja, es gibt ja natürlich auch die Riegelchen. Die guten Riegelchen. Ne? Mit nur 3 Gramm Zucker, Eiweiß ordentlich mit am Start und der perfekte Snack. Denn die Trinkmahlzeiten, die kennt ihr alle zu Genüge. Die magst du auch ab und zu, ne? Ja, also ja, das kenne ich jetzt zum Beispiel noch nicht hier, ne? Ja. Das werde ich auf jeden Fall mal probieren. Aber das ist lecker, das ist auch lecker und das habe ich auch noch nicht probiert. Ja. Aber die Riegel, die Riegel geht nichts über Riegel, ne? Ja. Deswegen, wenn ihr das Ganze auch mal ausprobieren wollt, wie gesagt, nährstoffreich, Zwischenmahlzeit, anstatt immer Fastfood rein, ist das der perfekte Snack für zwischendurch. Terrinen gibt's, Riegel gibt's und die Trinkmahlzeiten. Probiert das Ganze einmal aus. Mit meinem Rabattcode gibt's wie immer 10% auf das ganze Sortiment und den Link findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. So, aber kommen wir nun zum Motor, Toni. Wolltest du vielleicht mal ein paar Worte darüber verlieren, über den Ist-Zustand, optisch, da Katar, ne, Wüste? Katar, Wüste, du hast ja schon alles gesagt, was man sagen muss. Ja, ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen und sagen, es ist bei ganz weitem der schlechteste S63, den ich seit langem gesehen habe. Aber jetzt nur vom optischen Zustand natürlich. Angefangen natürlich über diesen ganzen Sahara-Staub und Sand, was ja sich hier überall so ein bisschen abbildet. Was natürlich dann noch ein bisschen auffällig war, war Kühlwasser, also überall Kühlwasserreste, die sich hier dann irgendwo auch in der Mulde gesammelt haben. Hier hinten auch abgelaufen sind, kann man hier auch ganz gut sehen. Hier haben die so ein Ablaufloch da und hier über der Silberringplatte ist es natürlich dann auch runtergelaufen. Wohlgemerkt ist es natürlich das falsche Kühlwasser. Also wir haben hier einen roten Schimmer. BMW bekommt blaues oder grünes. Ja, auch in Katar braucht man natürlich Kühlwasser, weil es ist ja auch für die Schmierung der Wasserpumpe gedacht oder für andere Bauteile. Deswegen ist das natürlich jetzt schon wichtig. Die Frage ist jetzt, wurde es nachgekippt, wurde es gemischt oder ist von Grund an, von Anfang an schon rotes drin gewesen? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ich würde schon fast behaupten, da hier nur rote Spuren sind, dass sie vielleicht einmal getauscht haben und dann das Falsche reingetan haben. Ne? Ich glaube nicht, dass die, wie wir hier in Katar zum Teilelieferer gehen und sagen, du, ich brauche einmal blaues Frostschutzmittel für mein BMW. Weißt du, ich glaube, die sagen einfach, komm hier. Ja, Frostschutzmittel, vielleicht gibt es ja auch gar nichts anderes da, wer weiß ja. Das schon. Ne? Ja, das kann sein, ja. Aber obwohl die ja eigentlich relativ gut bedeckt sind, ne? Also mittlerweile, auch was die Autoszene angeht. Ja. Was würdest du sagen, was das hier ist? Das sind so weiße Ablagerungen eher. Ja, das ist Korrosion. Alu fängt ja irgendwann immer an zu korrodieren, ne? Entweder durch Feuchtigkeit, in dem Fall jetzt vielleicht durch dieses Sand auch, ne? Weil ja dieser Sand wie so eine Reibung verursacht, das ist ja wie Schleifpapier, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ja. Also das könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass das deswegen ist. Lass uns aber kurz nochmal auf die Ambo-Teile zurückkommen. Ja. Die waren natürlich auch alle in einem, ja, miserabel würde ich jetzt nicht sagen, also die waren jetzt nicht in einem sehr, sehr guten Zustand. Nur als kurzes kleines Beispiel, einfach mal hier den Turbolader kann man ja mal hier kurz zeigen. Ja. Hier ist ja dieser Ladeluftschlauch drauf. Der ist hier oben drumherum so festgebacken, dass der Alex den aufschneiden musste und abmeißeln, weil du den Schlauch gar nicht, der war so fest da drauf, wie schon verschmelzt, also schon eine Einheit. Dann die ganzen Kühlwasserschläuche waren teilweise kaputt gewesen. Ich meine, er hat das jetzt alles hier ein bisschen schön reingestapelt. Wir können es uns jetzt leider nicht ganz so genau anschauen. Aber allein hier, der erste Blick, siehst du schon. Ja. Ne, aber das auch hier, du siehst das ja auch hier. Also dieser Zustand von diesen Leitungen, der sah halt überall so aus. Ne? Das ist halt eine Wasserleitung. Ne? Ja. Die sehen halt alle so aus. Auch diese großen Leitungen, die später an die Wasserpumpe gehen, die waren alle so ein bisschen oxidiert, kaputt.
Also das muss man theoretischerweise auf jeden Fall alles neu machen. Ne? Wollte ich gerade sagen. Ganz wichtig. Da muss ich, glaube ich, doch noch mal ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen und viele Schläuche, Leitungen neu machen. Ist, weil du kommst auch im Nachhinein noch nichts mehr dran. Also du sollst da schon, wenn man jetzt zusammenbaut, du musst dir vorstellen, das ist ja hier alles verbaut. Also hier sind ja die zwei Krümmer dran. Die liegen jetzt auch da auf der Erde. Also doch, kann man mal hier ein bisschen rausholen. Die sind hier so dran. Die sind ja immer von Bank zu Bank übergreifend. Mhm. Eine quasi hier so montiert, ne? Also ist ja auch ein interessantes Konstrukt, sag ich mal, ne? Genau, der zieht sich halt quasi immer von der Seite, quasi von Zylinder 5 und 8, die Abgase, und von 2 und 3. Mhm. Ich wollte nur kurz warten, alles weil der da rumhämmert. Alles gut. Und Gegensatz macht das natürlich hier auch 1 und 4 und 6 und 7. Haben wir da auch wieder, wie bei Audi, ein heißes V, kann man sagen, ne? Genau, richtig. Wir haben ja auch hier die Einlass- und Auslassseite ist ja verdreht. Mhm. Ursprünglich haben wir ja eigentlich, wenn du auf den Motor drauf guckst, die Auslassseite immer auf der linken Seite. Jetzt ist es natürlich umgedreht, weil wir ja natürlich die Lader jetzt hier innen verbaut haben. Was ich damit sagen wollte, wenn der Lader jetzt natürlich hier verbaut ist und diese ganzen Gestrückt und Schläuche und alles, wo hier dran kommt, kommst du natürlich im Nachhinein irgendwas dran, deswegen einfach mit neu machen. Ne? Mhm. Also gerade auch hier, du siehst es ja hier. Guck mal, das ist deine Ölrücklaufplatte von den Turboladern. Hier gehen die zwei Rücklaufleitungen von den Ladern rein. Hier sind Dichtungen drin, ne? Zwei Gummiriechen, die siehst du ja schon, die sind ja so vermockt schon. Wollte ich gerade sagen. Deswegen, diese ganze Platte kostet 50 Euro. Also ja, da ist auch unten mit neuer Dichtung, da hast du eine neue Platte. Hier sind meistens die Gewinde kaputt, ne? Oder hier reißt eine Schraube ab, deswegen hol die Platte neu aus die Maus. Also ja, auf jeden Fall. Ist der einfachste Weg, ne? Auf jeden Fall. Genau, also das kann man erstmal wieder abnehmen hier. Ja, ansonsten, vom weiteren Zustand kann man natürlich jetzt erstmal soweit noch nicht viel sagen, bis auf, dass wir schon mal in die Aus- und Einlasskanäle reinschauen konnten mit der Taschenlampe. Also wir haben definitiv einen erhöhten Schaftdichtungsverschleiß. Also auf jeden Fall an den Ventilschaften siehst du, wie es an den Schaftdichtungen halt schon ein bisschen ölig ist. Ne? Also das muss definitiv auch gemacht werden. So. Deswegen ist auch vielleicht an dem Brennraum ein bisschen Öl runtergelaufen, ne? Das kann sein. Ach so, genau, das war eigentlich auch noch der Punkt, was wir auch noch sagen müssen. Das wäre vielleicht ganz wichtig für die Leute, die das letzte Video gesehen haben. Wir haben die Spritzufuhr abgeklemmt. Das heißt, der Wagen konnte keinen Kraftstoff einspritzen, weil viele ja gesagt haben, der Kraftstoff wäre reingekommen, weil wir Kompression gemessen haben. Das ist aber in dem Fall nicht möglich gewesen. Also er hat definitiv keinen Kraftstoff eingespritzt. So, ja, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, der mir jetzt ganz wichtig war und wo wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen Probleme kriegen werden. Ja. Das ist schon da, wo du stehst. Und zwar fangen wir eigentlich hier an in den Injektoren. Wie du jetzt schon sehen kannst und die Zuschauer wahrscheinlich, haben wir an der Düse 5 den Kopf schon abgerissen. Aus dem Grund, weil diese Düse hier so festgebacken ist, die innen drin ist dieser ganze Modder, Sand, Schlamm, was auch immer, was das sein soll. Und sind hier mit dem Zughammer drauf gegangen. Wir können das jetzt gleich mal an dieser Düse hier demonstrieren. Mhm. Dann kommt halt so ein Gewindeaufsatz, dann kannst du mit dem Hammer rausziehen. Und in dem Fall haben wir so stark ziehen müssen, obwohl wir es eingesprüht haben, schon Öl reingespritzt haben, ist der Kopf abgerissen. Mhm. Was ja jetzt nicht schlimm wäre, du hast ja eh neue Düsen geholt. Ja. Aber die Düsen bzw. Injektoren, das ist das Letzte, was uns daran hindert, den Ventildeckel abzunehmen, bzw. den Zylinderkopf auch, ne? Ja, eigentlich den Deckel erstmal, weil das Problem ist, der Stecker ist hier im Weg und wenn wir die Düse nicht rausbekommen, dann kriegen wir den Deckel natürlich hier nicht runter, weil die Öffnung hier unten zu klein ist. Und dementsprechend auch nicht den Zylinderkopf, ne? Genau, das heißt, wir werden jetzt einfach hingehen, wenn wir die nicht rauskriegen, wir brechen den einfach ab, ist ja eh kaputt. Und das Restliche, was drin stecken bleibt, das können wir ja dann rausholen, wenn der Kopf abgebaut ist. Mhm. Also das ist halt ein bisschen mit Hürden, aber das werden wir auch hinkriegen, ne? Ja. Warum sind wir heute überhaupt hier? Das haben wir gar nicht, ne? Eigentlich haben wir noch gar keinen richtigen Einsatz hier gemacht. Und zwar, wir zerlegen ja alles. Um uns den Schaden nochmal richtig anzugucken, beziehungsweise was für einen Schaden genau. Genau. Wir haben halt festgestellt, es funktioniert nur so, wenn wir den Motor quasi ausbauen, ne? Ja, das ist auch der einfache. Ich sag mal jetzt ganz ehrlich, bis zu dem Punkt, wo wir jetzt angekommen sind, würde ich jetzt an deiner Stelle, also ich sage jetzt einfach so, wie ich das denke, hast du ja bis jetzt schon das Richtige getan. Mhm. Also hättest du vielleicht jetzt, guck mal, jetzt zum Beispiel mit den Injektoren. Hätten wir jetzt eine Kompression gehabt, also ein Einzylinder wäre gleich gewesen, dann wäre ja spätestens das unser Problem geworden. Stimmt. So. Und selbst wenn das vielleicht nicht unser Problem geworden ist, wäre vielleicht irgendwann das hier das Problem geworden. Richtig. Deswegen ist das jetzt schon gar nicht so verkehrt, dass wir jetzt natürlich diesen Weg einschlagen mussten und jetzt auch diesen Weg eingeschlagen haben. Ja, das stimmt. Da hast du mich jetzt auch auf den Trichter gebracht, ne? Weil wie du sagst, dann willst du die Düsen tauschen, Injektoren, wie auch immer du es schimpfen möchtest. Ja, dann reißt du dir ab im eingebauten Zustand vom Motor. Dann ist sowieso Ende. Dann vielleicht ist dann schon Ende. Ja. Vielleicht findest du da noch irgendwie eine Lösung, machst es dann doch.
Und dann kommt dann später hier durch irgendeinen Schlauch hier so eine starke Undichtigkeit, genau, oder etc. Richtig. Dass genau, dann das eh auf gut Deutsch gesagt der Dingeshaufen am Dampfen ist, ne? Der Dingeshaufen. Aber so ist halt, ich sag mal, dieser Zustand allgemein. Jetzt hast du, jetzt gehen wir mal davon aus, wir kriegen die raus. Weil, wissen wir jetzt nicht. Wir kriegen sie raus, wir bauen das Ding auseinander. Wir tun alle Sachen in die Waschmaschine, wir werden das richtig reinigen, wird alles weg sein, das wird vernünftig aussehen, der Block wird vernünftig aussehen. Und dann hast du ja auch für dich später, also sagst du, ey, pass auf, das ist einmal vernünftig. Mhm. Wir werden natürlich dann noch entscheiden, wo führt die Reise hin, was kann man vielleicht mit dem Motor noch machen. Mhm. Ne? Da lassen wir uns mal überraschen. Ja. Ja, aber wie gesagt, es ist schon, glaube ich, ganz gut, dass wir das so gemacht haben. Ja. Da ist es wieder. Guck mal. Warte, halt mal kurz so, dass das hier nicht runterfällt. Cool, du warst ja letztes Mal so begeistert von dem Ding hier, ne? Ja. Da habe ich gedacht, ich bringe das einfach nochmal mit. Vielleicht können wir ja damit in die tiefsten Ritzen des Motors schauen. In die tiefsten Ritzen des Motors? Ja. Du bist ja auch lustig. Nee, kleiner Scherz am Rande. Du warst ja so begeistert von dem Ding, weißt du? Da habe ich gesagt, ich bringe dir mal so ein Teil mit und schenke dir das vorzeitig zu Weihnachten. Ach, danke schön. Ja, damit dein Werkstattbestand ein bisschen aufgefüllt ist. Ne? Ja, danke, danke. Dann kannst du jetzt die Hightech immer in den Brennraum schauen. Oh. Ja, du weißt ja schon, dass ich eigentlich eins habe, ne? Ja, aber, das ist so, ja, du weißt ja, das ist oldschool von mir, ne? Genau, und deswegen haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Das ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Ne? Dankeschön. Da habe ich gedacht, aber das ist so gut, ich fand das echt gut. Ja, deswegen, ich habe das ja gemerkt. Du warst begeistert davon. Ja. Und ich denke mal, es erleichtert dir auch ein bisschen die Arbeit auf der Suche nach einem eventuellen Schaden, ne? Mein Weihnachtsgeschenk. Dankeschön. Gerne, gerne. So, jetzt haben wir aber alles abgearbeitet hier. Jetzt haben wir alles abgearbeitet. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir die Injektoren hier rausbekommen und dann ja, vielleicht den Zylinderkopf, damit wir dann schauen können. Sollen wir jetzt erstmal die machen, wo wir denken, dass wir die mit dem Hammer rausbekommen? Damit wir den Zuschauern erstmal zeigen können, wie das überhaupt funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Und lass den uns müssen wir wahrscheinlich ja sowieso abbrechen. Ne? Ja. Also da müssen wir mal gucken, wie wir den hier rausbekommen. Also der Zuschauer sieht heute zwei Varianten. Einmal, wie es hoffentlich sauber funktioniert mit Spezialwerkzeug. Wie es eigentlich richtig funktioniert. Und einmal so eine richtige Exportvariante. Boah, ja, das ist schon eine Hinterhof-Variante, ja, die wir hier einschlagen müssen. Aber was willst du machen? Ne? Wir müssen es ja abkriegen. Ne? Ja. Okay, komm, ich hole mal den Hammer hier. Boah, immer, das ist aber ein Hammer, immer. Ich glaube, der würde sich, so manch einer Mann, wird hier glatt neidisch, du, bei dem Hammer. Ja, bist du blöd, Mann. Der ist sogar kaputt, jetzt sehe ich schon. Aber ich habe das hier selbst gebaut, ne? Muss ich hier wohl mit anmerken, ne? Hier muss ich mir selber was basteln. Ja, du musst ja irgendwie da an. Aber pass auf, jetzt ziehen wir den, guck. Ach, guck mal. Und guck mal, wie leicht er rausgeht. Du siehst ja, ich habe das hier schon eingesprüht. Das hat aber gut geklappt jetzt so. Ja, aber beim ersten war das natürlich nicht, oder beziehungsweise im fünften war das natürlich nicht der Fall, ne? Ja. Dann ging das nicht so einfach. Deswegen. Dann sehen wir hier den. Ist der Injektor. Den Kollegen, ne? Genau, hier ist natürlich auch immer wichtig, diese Ringe hier, die muss man immer neu machen, ne? Ja. Weil die drücken sich hier zusammen und am besten auch hier diese Teflonringe, diese, die hier vorne drauf sind, die sieht man jetzt hier nicht. Ja. Aber die hast ja neue, von daher ist es ja sowieso egal. Da sind die Sachen ja alle neu mit dabei. Dann gucken wir, ob die anderen auch so gut rausgehen. Ja, jetzt nehmen wir erstmal den hier. Aber das hat jetzt überraschend gut geklappt durch. Ja, der hatte keinen Gammel drin, hast du ja gesehen, ne? Ja. Und guck dir. Jetzt ist mein Werkzeug abgerissen. Siehst du? Ach du Sch. Ist der Gewinde abgerissen? Nee, das ist, ich habe das dran geschweißt, aber das Problem ist, das hält halt nicht richtig, ne? Ach so. Jetzt schweiße ich das wieder dran hier. Echt? So, ist wieder fertig geschweißt. Fachmännisch natürlich, ne? Weiter geht's. Nicht zu vergessen, ne? Ja, leck. Boah. Siehst du, wieder abgerissen. Wieder? Ja, weil der so fest ist. So stark ist er da drin, ne? Also jetzt ist der, diesmal ist der Injektor abgerissen, ne? Ja, genau, aber der ist ja hier, den hatten wir ja schon mal versucht rauszuholen auch. Das war genau das gleiche dann, ne? Der ist ja auch abgerissen, genau. Ja, kann man, also hier zum Beispiel. Genau, den können wir jetzt noch. Also hier das Gewinde reißt quasi dann vom Injektor ab und dann. Genau, siehst du ja, wie wenig Material hier quasi ist. Es ist ja natürlich auch nicht dafür gedacht, dass die Dinger so extrem fest sind. Richtig, ne? Ja. Normalerweise hast du ja gesehen, der wird wahrscheinlich jetzt auch leicht rausgehen, dann wird das auch wieder funktionieren. Ja, siehst du, ich brauch gar nicht. Der kommt, ne? Ist schon. Da brauchst du gar nicht mit Kraft irgendwie. Gar nicht, das hättest du wahrscheinlich so schon rausbekommen, ne? Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen erstmal die anderen beiden, die wir rauskriegen. Ja. Oh, guck mal, ich hab mit zwei Fingern gehauen. Ganz easy, ne? Ganz mega easy. Ja, wir das mal bei allen so, aber was willst du machen? Ja, das ist nur die vorderen, ne? Guck hier. Guck mal, ich nehme tatsächlich wirklich nur. Guck mal, ich hau ganz leicht und der kommt schon raus. Guck. Also. So soll das. Der ist schon manchmal ein bisschen fest, ne? Mm. Ist ja auch Dreck drin. Aber dass das so fest da ist. Dass die ab kaputt reißen, ist nicht normal. Mit hier steckt zum Beispiel jetzt die Dichtung unten noch mit drin, ne? Ja. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Hier auch. Abgerissen. Also am besten direkt kaputt schlagen und.
Ja. Und raus dann. Dann raus damit. Wir versuchen hier raus. So, jetzt werden aber harte Geschütze hier aufgefahren, Toni, ne? Jetzt werden hier harte Geschütze aufgefahren. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier irgendwie abgebrochen kriegen. Ja, wir müssen das hier irgendwie rausbekommen. Das tut eigentlich richtig weh, ne? Das tut richtig weh. Das tut ja mir mehr schon mehr weh als dem Injektor, muss ich sagen. Aber es hilft ja alles nichts. Ne, wir müssen noch ein bisschen, wir müssen das hier wegmeißeln, siehst du? Wir müssen das, nur das Stück hier wegmeißeln, damit wir da daran vorbeikommen. Jetzt müssen wir hier noch größere Geschütze aufbauen. Mit Hammer und Meißel. Das kannst du ja gar nicht mal erzählen hier. Na guck. So müsste es gehen. Du müsstest dran vorbeipassen. Besondere Projekte erfordern besondere Maßnahmen. Und besondere Werkzeuge. Ha! Jetzt schrauben wir mal den Deckel ab und gucken mal. Dann machen wir das mal. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, wir machen jetzt erstmal nichts Besonderes, außer den Deckel lösen. Das sind ja hier die ganzen Bolpkes, ne? Hier an der Zahl irgendwie 20 Stück oder sowas. Da machen wir jetzt mal eben schnell. Und dann gucken wir mal, ob wir die Deckel abkriegen. Da haben wir's. Kommt er? Ja. Hat sich auf jeden Fall gelöst, ne? Hat sich auf jeden Fall gelöst. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir hier an diesen, dass die Löcher quasi über den Injektor gehen. Was? Da! Läuft! Das geht. Oh! Oh. Das sieht aber. Ja gut, lass mal drin stecken erstmal. So, was machen, ne? Ne, ich meine, das sieht aber hier, boah, das sieht alles andere als schön aus. Wie du schon gesagt hast hier, der ganze Sand- und Frostschutzmock. Aber dafür sehen die Nockenwellen ganz gut aus, ne? Wollte ich gerade sagen, wir können uns hier mal ein bisschen den Trieb angucken. Vielleicht kannst du ein, zwei Sachen zu erklären hier zum Trieb, worauf man achten könnte, etc., was anschleißen, verschleißen könnte. Ja, also, pass auf, ganz wichtig, wir reden ja über eine Valvetronic-Steuerung. Das heißt, wir haben hier eine Exzenterwelle, also quasi zwei Einlassnockenwellen, die quasi über einen Elektromotor, wird das wie schon in den N42 von vor 15 Jahren, 20 Jahren, haben die das ja angefangen. Ist meistens immer so das Problem, dass diese Schlepphebel hier verschleißen. Aber in diesen neuen Varianten, also quasi jetzt hier bei diesen Motoren, eigentlich eher weniger oder nicht mehr. Kannst du die Schlepphebel einmal zeigen? Die können wir gleich zeigen, wenn wir die ausbauen. Die müssen wir hier ausbauen. Okay. Und dann können wir das nochmal drauf eingehen. Also dann kann man auch diese Rollen nochmal zeigen. Ja. Und diese Funktion, wie gesagt, hier ist, wird über ein Zahnrad hier gesteuert. Hier ist ein Elektromotor. Mhm. Ne? Und wie gesagt, wird halt hier angesteuert. Und der macht dann halt quasi eine Hubverstellung. Ne? Also verändert halt die Hubverstellung des Ventils, ne? Also den Öffnungszeitpunkt, Winkel, Raum. Ja, dementsprechend so. Bleibt es länger. Länger oder weniger offen, auf. Wie halt immer, genau, richtig. Also dadurch haben wir einen anderen Füllrad genau, im Brennraum, ne? Genau, also wir haben, dadurch wird die Leistung ja auch bestimmt, ne? Ja. Also je nachdem, wie das jetzt halt gedrückt wird, das Ventil, oder wie halt, wie es offen oder zu sein soll, so kriegt der Motor ja theoretischerweise auch seine Leistung. Nockenwellenmäßig haben wir theoretischerweise bei dem Motor jetzt nicht so den Verschleiß, ne? Wir sehen hier, wie zum Beispiel, hat er so einen ganz kleinen Grad an der Nocke. Mhm. Manchmal fangen die so an, so ein bisschen so lunker zu schlagen, ne? Auf diesen Nocken. Das hat irgendwas auch mit Korrosion zu tun. Also Feuchtigkeit, ne, macht dann halt so ein bisschen Korrosion, fangen so, wie so Lunker fangen da an. Aber so im Großen und Ganzen machen die Nockenwellen eigentlich keine Probleme. Und sieht hier auch okay aus, oder? Sieht auf jeden Fall hier vollkommen in Ordnung aus. Das, was ich schon mal wirklich hatte, ist, dass die Nocke, die ist ja hier aufgeschrumpft, also der Nocke ist auf der Welle ja aufgeschrumpft, mhm, von der Herstellung, dass die Nocke sich verdreht. Ne? Mhm. Also dass die, ist hier innen irgendwie durch warm und kalt wird das aufgeschrumpft und dann hat sich das Nockenteil verstellt, mhm, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also das habe ich tatsächlich schon mal gehabt. Mhm. Ja, aber ansonsten haben wir eine ganz normale Warnungssteuerung. So wie wir das kennen, Auslass, Einlass, Vanus, wird über ein Magnetventil gesteuert. Die sitzen hier vorne im Kopf drin. Über Öldruck geht das quasi dann hier durch den Kopf durch. Und dann hast du hier nochmal deine Vanusverstellung, die auch nochmal ja deine Nockenwelle verstellt. Da erkennt man jetzt aber so optisch keinen Verschleiß. Da müsste man jetzt auf Spiegel prüfen, oder? Genau. Das, ja. Wie gesagt, Steuerzeit kann man jetzt mal sowieso gleich nochmal, müssen wir den Motor nochmal drehen. Aber die Kette, die ist ja jetzt so eigentlich auf jeden Fall stramm genug, ne? Mhm. Ja, also die, guck hier, die drückt ja wunderbar. Mhm. Also wir haben jetzt hier keinen großartigen Verschleiß, dass wir sagen, hier wäre irgendwas weggebrochen oder die Kette ist zu wackelig. Die sieht auch sehr stabil aus, wie man hier sehen kann. Die hat irgendwie vier Glieder, ne? Okay. Ja, die hat jetzt sowieso ein bisschen anders aufgebaut als eine normale Kette. Können wir aber dann später, wenn wir sie abbauen, auch nochmal sehen. Die hat da so eine Zahnverzahnung, nenne ich es jetzt einfach mal. Hier siehst du das? Ja.
das im Gegensatz zu einer normalen Kette sieht das ja hier ein bisschen anders aus. Du hast ja hier noch so einen Zahn drin. Also, weiter dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Genau, richtig. Und dann abbauen, ne? Und dann abbauen. So, andere Seite. Geht auch, ja. Boah, der ganze Mock hier ist. Der ganze Mock fällt hier, dabei. Guck mal, ne? Der Deckel auch schon halb weggegammelt hier. Meine Güte, ey. Kann man den noch benutzen, oder? Ja, den müssen wir auf jeden Fall mal richtig sauber machen erstmal, ne? Ja. Ein paar Tage in der Waschmaschine laufen lassen. Achso, hier kannst du auch. Was denn? Wir haben hier den Ölabscheider, also die Kurbelgehäuse und Lüftung ist hier in dem Deckel integriert. Ja. Das heißt, wenn man die tauschen möchte, muss Ventildecke abgebaut werden. Ja. Im eingebauten Zustand kann sich ja jeder da draußen jetzt vorstellen, wie viel Spaß das macht. Die werden wir, denke ich, mal auch direkt neu machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ab ist so definitiv neu machen. Kostet der ganze Satz, ne? Kostet 160 Euro. Ja. Also für beide Seiten ist so ein ganzer Karton, wo alles drin ist. Ne? Da sind, glaube ich, auch die Ventildecke-Dichtungen, meine ich, dabei. Und was man natürlich dann auch tauschen muss, sind die Gegenstücke, die hier oben drauf kommen. Diese Leitungen, die gehen ja vorne dann quasi zum Ansaugrohr. Ja. Auch neu machen. Ja, was kosten die so? Ach, alles zusammen vielleicht irgendwo 300 Euro. Ja. Mit allen. Aber ein bisschen versichert, seit der hat ja. Ja, aber da hast du es einmal neu. Die werden ja auch spröde, weil, guck mal, hier oben läuft das lang. Turbolader sitzt ja in der Gegend hier. Ja. Diese Kunststoffschläuche werden halt porös und gehen halt kaputt. Deswegen ja. Machst du einfach mit neu fertig. Ja. So, hier sieht es ja im Endeffekt genauso aus, ne? Braucht man ja eigentlich nicht viel sagen, bis auf das hier alles dreckig ist. Hier jetzt kein wilder Schaden oder so. Nö, hier ist alles halt voll. Braucht man andere Nocken für das, was wir vorhaben, oder? Nein, nein. Ja, top, gut. Dann ist das ja wichtig, dass hier... Das dann ist geht. Das ja schon mal wichtig, dass das hier alles quasi, sag ich mal, in Ordnung ist, ne? Genau. Achtung, Fidget. Okay, jetzt den anderen auch noch, den äußeren. Spanner, den du jetzt gespannt hast, den holst du jetzt eben raus, ne? Den holen wir jetzt hier raus. Dafür ist ja hier diese Revisionsklappe, um den hier quasi rauszuholen. Da haben sie sich mal was Gutes einfallen lassen, ne? Das ist eigentlich eine ganz coole Lösung, ja? Mit diesem Spanner. So, dadurch, dass du jetzt die Kette entspannt hattest, kannst du natürlich die vorher gelösten Nocken wieder abnehmen, richtig? Genau so sieht's aus. Du hast es genau richtig erkannt. Jetzt mache ich erstmal hier den Splint hier raus für eine Kettenführung. Der da? Genau, der hält ja hier die Führung noch fest, ne? Ah, okay, ja. Die brauchen wir gleich, weil wir den Kopf hochheben. Ja. Aber vorher bauen wir erstmal die Nockenwellen gleich aus. Okay. So, erst Auslassnockenwelle, hast du gesagt? Erst Auslassnockenwelle, warum? Frage ich dich jetzt. Vielleicht hast du den Fehler ja gefunden. Ja, damit du wahrscheinlich besser an die Schrauben kommst für die Einlassnockenwelle, ne? Damit wir genau richtig an die Schrauben kommen, weil wie du siehst, kommen so wir hier... So ist ein bisschen blöd, ne? Kommen wir hier gar nicht dran. Ja. Deswegen bauen wir die jetzt erst. Vielleicht zeigen wir nochmal eben die Funktion der Zusatznocke, die... Genau, die wird ja hier durch diese Feder, werden diese Zwischenhebel ja vorgespannt. Die Feder habe ich jetzt hier schon gelöst. Aber jetzt kann man hier die Funktion... Die Feder, also beziehungsweise die Nocke. Warte kurz, ich muss eben Licht machen, weil es da drinnen tatsächlich dunkel ist. Die Feder spannt quasi den Hebel hier vor, also quasi so hier, beziehungsweise eigentlich jetzt in die andere Richtung. Und dann hast du hier unten die Nocke von der Exzenterwelle. So, wenn die jetzt ganz aufhört, würde die den Stepphebel jetzt hier so drücken, so betätigen. Ja, und das sieht man dann auf der anderen Seite. Und dann siehst du auf der anderen Seite wieder jetzt quasi das Ventil betätigt, siehst du? So, jetzt drücke ich drauf, jetzt drückt er das Ventil, siehst du? Ja. Dadurch macht er diese Verstellung des Ventils, also den Öffnungswinkel nenne ich es jetzt einfach mal, ne? Ja. Zusätzlich nochmal, ne? Hier, wenn diese Nocke jetzt hier voll dagegen drückt, der Nocke ist ja jetzt oben, der drückt jetzt ja nicht dagegen, dann würde der auch unten stehen, ne? Ja. Also siehst du, der steht jetzt voll offen und würde den dann quasi hier dagegen drücken und so öffnet er das zusätzlich nochmal. So, ne? Arbeitet diese Nockenwellenverstellung, ne? So arbeitet diese Nockenwellenverstellung. Ja. Sie ist halt mit dieser Feder hier vorgespannt. Interessant auch zu sehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn man das nur weiß, wie das funktioniert oder so. Also auch nochmal für mich zum Verständnis, weil ich so einen Motor noch nie gesehen habe mit so einer elektrischen Nockenwellenverstellung. Ich kenne das nur vom VTEC, kennst du? Per Öldruck geht das da. Ja, genau. Ne? Das ist ja per Öldruck. Und hier sagt dann das Steuergerät quasi, okay, die und die Drehzahl, die und die Last wird abgerufen. Richtig, genau. Mach den Motor an, schmeiß den Motor an von dieser... Von dieser Nocke hier, ne? Verstellmotor? Ja, der hat ja einen Positionssensor, also er weiß ja genau, wo der sitzt, ne? Und dann sagt das Steuergerät quasi Strom drauf, ansteuern. Genau. Richtig. Der Motor betätigt sich und verändert den Hof von der Welt. Genau, ist ja nur ein Gleichstrom, also der Motor kann ja nur einmal vorwärts und rückwärts drehen, ne? Je nachdem, was er für Signal sagt und wo der halt stehen muss. Er hat ja hier auch Anschläge, ne? Hier oben ist ja dein Anschlag. Aber was macht der Motor dann? Wie positioniert er die Nocke? Ja, der dreht den Motor, ist ja eine Spindel unten drin, ne? Ja. Und dann dreht hier dran vorbei und dann dreht er diesen Motor. Aber wie weit? So, er kann ja so maximal nur bis hier und andersrum natürlich nur bis in die andere Richtung, weil der schlägt ja dann hier oben dagegen. Das ist ja nur ein Halbmond. Ach so, ja.
Also so eine 180-Grad-Drehung macht er dann genau. Quasi immer. So, die Auslassnocke ist raus. Die Einlassnocke ist raus. Und jetzt kommt deine wunderschöne Verstellnocke. Valvetronic-Nockenwelle. Valvotronic-Nocke. Volvo-Welle. Die kommt jetzt raus und dann... Und dann sind wir eigentlich schon so gut wie fertig. Dann bist du so weit quasi, dass du auf gut Deutsch gesagt auf die Zylinderkopfschrauben kommst. Genau, wir hätten den jetzt auch drauf, theoretischerweise, ne? Auch schon vorher rausschrauben können. Weil du hast ja diese... An der Nockenwelle kann man ja sehen hier. Zeig mal da drüben. Hier. Du hast ja an der Nockenwelle immer Aussparungen. Also je nachdem, wie du sitzt, kommst du mit dem Werkzeug vorbei und wir hätten den Kopf auch so komplett abnehmen können. Ja. Bringt uns aber nichts, weil wir sie ja sowieso später wieder abbauen müssen. Ja, deswegen kannst du es auch im Einbau. Dann mache ich es im Einbau und dann wackelt der Kopf nicht rum. Und wir haben das alles einmal direkt hier in der Hand. Ja, dann ist das jetzt hier einmal passiert. Das gleiche passiert natürlich auch nochmal auf der anderen Seite. Genau. Und dann machen wir gleich weiter mit dem Zylinderkopf, ne? Ja, so wird es auch sein, ne? Ich hole jetzt einmal für mich nochmal so aus. Es ist halt angepasst, sag ich mal. Also du hast eine Passbohrung, also das ist eine Passbohrung hier im Kopf mit den Lagerdeckeln. Ja. Hier das hier. Das ist hier fest verschraubt und wurde ja dann also bei der Herstellung einmal hier durchgebohrt. Ja. Und das ist ja eine Passbohrung. Das heißt, wenn wir die Hebel jetzt hier, also wenn wir jetzt die vertauschen würden, ja, dann wäre die Bohrung ja nicht mehr ganz genau passgenau gleich. Ja. Und die Nockenwelle würde entweder gar nicht passen oder die Nockenwelle würde sich nicht drehen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, auch genau wie hier, und genau wie auch hier, die Lagerdeckel sind ja hier markiert. Hier steht ja jetzt zum Beispiel drauf, guck, wir haben jetzt hier LE, linke Einlass, 2, linke Auslass, 3, 4, so und so weiter, ne? Ja. Warum links? Weil die jetzt davon ausgehen, also das ist jetzt auch wieder total dumm. Man sagt immer, Bank 1 ist auf der, also man sagt ja immer in der Fahrtrichtung gesehen. Ja, genau. Wäre rechts, so. Die und bauen das jetzt aber so, dass du quasi hier, stehst, wenn du vom, ne, Motor stehst, links. Weil hier steht zum Beispiel rechts drauf. Ja. Ne, kann man jetzt hier sehen. Guck, hier steht jetzt RE drauf. Also rechts 4, rechts 5 zum Beispiel. Ja. Und das gehen die jetzt nicht von so aus, weil dann wäre ja da links. Richtig. Sondern die gehen von vorne aus. Machen sie so rum. Also ein bisschen widersprüchlich eigentlich, ne? Aber wichtig ist dann halt, dass du beim Ausbau die einmal hinlegst, wie sie... Genau, ich lege mir die dann halt immer so hin, wie sie hin sollen. Und mach sie dann, bevor wir den Kopf abbauen, schraube ich sie einfach wieder hier drauf. Weil die müssen genau wieder an die Stelle, ne? Genau, so dass ich sie nicht vertausche. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, man kann sie eigentlich nicht vertauschen. Ja. Also da sie ja markiert sind und ich würde sie jetzt alle in die Kiste reinwerfen, ja, wüsste ich ja später, welcher Kopf wohin gehört und ich wüsste ja auch, wo ich sie wieder draufschraube. Ja. Aber ich mache es trotzdem so, damit sie auch nicht wegkommen und auch nicht da überall rumliegen. Wir lösen den Zylinderkopf, mein Lieber, ne? Ja, warum ich die kleine Ratsche hier nehme, weiß ich auch nicht. Ja. Und dann wird es aber gleich spannend. Was denn, wie der Motor aussieht, oder? Ja, ich mache jetzt erstmal hier die zweite Bank ab. Ich komme deinem Wunsch erstmal nach und mache erstmal die ab, die Kompression hatte. Also ist spannend zu halten hier, ja? Ja, natürlich. Ja, ich bin bis sehr, zum Schluss, Junge. Ich bin gespannt. Also alle Schrauben lösen, die haben natürlich richtig, richtig Krasaller, denn der Zylinderkopf muss richtig fest an den Motorblock gepresst sein, damit die Zylinderkopfdichtung natürlich auch ihr Übriges tut. Wenn ich jetzt meine andere Schratsche nehmen würde, die so lang ist, wird es auch einfacher gehen, aber... Ja, wir machen zwar ab und zu machen wir es gerne auch mal. Wir machen es. Boah, was ist denn jetzt hier los? Mann, jetzt hart, Alter. Jetzt habe ich mich aber erschrocken, du. Was ist denn hier los? Ich bin echt gespannt, wie die Brennräume aussehen, ey. Ich auch. Ich hoffe, keine Riefen, ne? Ja. Boah, jetzt ist, was denn hier los, Toni? Ach, der scheiß Motorständer. Also wenn gleich Riefen zu sehen sind, dann... Was machen wir denn dann? Ich fahre nach Hause. Was machst du dann? Ich fahre nach Hause. Das ist heute schon mein letzter Tag, nicht morgen. Meinst du, den kriegst du so abgezogen, Hammer? Ohne Hammer? Ne, Hammer brauchen wir keinen. Wir brauchen nur ein Hebel. Ein kleines Hebelwerkzeug. Hier an der Ecke irgendwo. Ich bin gespannt. Ach, da ist er. Da ist er da schon. Jetzt bin ich. Ey, ich bin so gespannt. Pass auf, halt mal den Motor fest. Das kannst du dir nicht vorstellen. So, jetzt kommt Sorgenkind. Jetzt kommt, Sorgenfall. Jetzt kommt Zylinder halt Sorgenkind. Drück mal hier einfach drauf. Ich drück hier drauf. Drück mal hier drauf. So. Hua. Das ist Zylinderkopf Sorgenkind, ja? Ja. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. So, Toni, komm, wir kümmern uns erstmal um die nicht so schlechte Seite, oder? Dann, genau. Dann mach mal Analyse. Ja gut, hier ist ja jetzt Wasser ein bisschen drin, ne? Die Analyse sagt auf jeden Fall, dass das hier nicht so schlecht aussieht. Also die Bohrungen, also die Zylinder hier, sehen auch eigentlich noch ganz gut aus. Bis hier diese Brennkante hier oben. Ja. Aber das ist ja nicht so tragisch. Hier sehen wir auch, wieder spiegelt sich dieses Einspritzbild wieder, was wir ja schon über die Kamera gesehen haben, von den Düsen, ne? Ja. Siehst du das, wie das sich versträubte? Aber wir haben halt extreme Ölablagerung, ne? Vielleicht, weil die auch nicht so guten Sprit gefahren sind, da? Weil die haben, glaube ich, keinen 102er oder sowas, ne? 102 Oktan.
Ja, aber das ist ja Ölkohle. Ölkohle, okay. Das ja. Hat war der dann durch Spritzen. Die Ventilschaftdichtung vielleicht Öl? Genau, das würde sich auf jeden Fall hier widerspiegeln, ne? Mhm. Lass uns mal die andere Seite gucken. Komm, dann gehen wir mal. Wo ist denn das Sorgenkind? Zylinder Sorgenkind. Zylinder Sorgenkind ist das hier eigentlich. Ich sehe aber da schon was. Ach nee, das war Dreck. Das war Dreck, oh. Deswegen habe ich es extra weggemacht. Gott sei Dank, ich habe gedacht, das wären Riefen. Nee. Also haben wir jetzt ja richtige Überraschung, wenn das hier Zylinder Sorgenkind ist. Da müssen wir jetzt nochmal drehen, dass er runterkommt. Oh, guck mal hier. Warte, was siehst du da? Das ist ein Stück. Nee, das ist Ölkohle. Oh, ich habe gerade schon gedacht, das ist ein Stück Metall oder so. Hast du schon Schock bekommen, oder? Ja, aber das kann man zusammendrücken, also das ist weich. Oh, das sieht so weit. Sehen die Zylinderlaufflächen gut aus, Toni, oder? Die Zylinderlaufflächen sind gut. Wir müssen jetzt den Motor mal drehen, damit wir den runterdrehen und den hier runterdrehen. Ja, komm, dann machen wir das. Aber lass uns mal eben kurz hier einmal den... Ja, genau, das können wir auch machen. Wir können hier die Ventile einmal und den Kopf gucken. Na, ne? Guck mal, das ist ja nämlich genau der hier diese Einschläge auf dem einen Zylinder hatte, siehst du das? Ja. Und die anderen haben das ja nicht. Aber das sieht erstmal jetzt nicht so schlimm aus, ne? Kannst du da nochmal drüber wischen? Ja, oder? Weil das sieht jetzt nicht so aus, als wäre da irgendwas passiert, ne? Ja, aber wo kommen diese Punkte so her? Was soll das sein? Weil Einspritzung kann ja nicht sein, die Düse zeigt ja nach naja, unten. Hier ist ja die Düse. Ich kann mir das auch nicht erklären, ne? Also ich kann mir das absolut nicht erklären. Aber so alles in Ordnung, ne? Ja, hier, ich sag Verbrennungsbild, sieht auf jeden Fall hier anders aus. Siehst du ja auch an den Ventilen schon, guck mal wie... Wie rehbraun, wie du sie letztens genannt hast, die Kerzen. Und da schwarz. Und wie das hier aussieht, ne? Das stimmt, ja. Und wenn die hier rüber waren, das ist hier auch wieder bräunlicher. Guck, die letzten beiden. Also hat hier irgendwas nicht gestimmt, ne? Da hat definitiv irgendwas nicht gestimmt. Ja. Also das ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen falsche Verbrennung. Könnte zu fett gelaufen sein. Mhm. Kopf Nummer 2, können wir uns mal angucken. Kopf Nummer 2, guck mal, dann siehst du ja hier, das ist das Verbrennungsbild. Hier kannst du ja auf jeden Fall ganz gut sehen, dass das eine super saubere Verbrennung ist, siehst du? Ja, das sieht sehr gut aus. 1, 2, 3, 4, also es wäre jetzt 5, 6, 7, 8. Das sieht ja schon mal ganz anders aus als zu dem anderen Kopf, ja. Ne? Kannst du sehen? Ja. Also hier würde ich sagen, ist das Verbrennungsbild super. Nur da hinten sieht es irgendwie komisch aus. Nass, so ein bisschen. Ja gut, ob das jetzt Wasser ist, weil hier ist auch Wasser. Und ja. Öl vom Abbauen jetzt. Hier, ja, guck mal, das ist von hier. Das ist jetzt hier gerade vom Abbauen runtergelaufen. Okay. Ja. Also am Kopf so jetzt erstmal auch kein Schaden, ne? Nö. Jetzt würde ich mal den Motor nochmal drehen, damit wir hier an Zylinder 8 drankommen und an Zylinder 2, damit wir den mal die Bogen auch nochmal gucken. Aber da hatten wir ja eigentlich über die Kamera schon gesehen, dass theoretischerweise ja keine Riefen waren, ne? Ja, müssen wir jetzt nur nochmal Überraschung, ne? Denn ihr müsst jetzt mal, wir müssen jetzt festhalten. Toni, wir haben zwar klar, der Motor ist draußen, wir haben schon wieder so einen kleinen Worst-Case-Fall, genau. Aber so einen richtigen Worst-Case-Fall hätten wir jetzt erst wieder gehabt, wenn die Zylinderwände zerstört wären, durch sehr starke Riefen. Richtig. Weil dann müssten wir wieder hier diese, das ist ja so eine Alu-Nikasil-Beschichtung, wie auch immer der Fachmann zu pflegen sagt. Und die kriegst du ja nicht mal eben wieder hin. Also müsstest du quasi... Ja doch schon, aber du müsstest... Du, also das Verfahren, das ist ja... Ja, das Verfahren ist auch nicht so das Problem. Das Problem ist halt, wenn du jetzt hier einmal eine Riefe drin hast, ist halt die Frage, was machst du? Weil meistens ist es so, wenn diese Beschichtung beschädigt ist, kannst du die nicht einfach neu beschichten, also mal durchholen und neu beschichten, sondern du müsstest meistens bohren, weil die Riefen einfach zu tief sind. Ja, und dann müsstest du vielleicht eine Stahlbuchse wieder reinmachen. Ja, oder auf Übermaß gehen, ne? Ja. Aber dann machst du nicht einen Zylinder nur, sondern dann machst du eigentlich am besten alle 8, ne? So, und dann reden wir hier wieder von Tatas, wie beim Lambo. Da haben wir gerade die Geschichte. Ja gut, wenn du bohrst auf Übermaß nicht so, dann hast du nicht ganz so diesen Fall, der beim Lambo eintritt. Und du hast ja, siehst du, hier zwischen den Stegen viel mehr Platz als beim Lambo. Das heißt, selbst wenn du eine Buchse reinmachen würdest wollen. Ja, weil hier sieht man die Stege, ne? Da. Genau, die Stege sind ja hier relativ dick. Ja. Und beim Lambo hast du ja die Hälfte davon, sag ich jetzt mal, ne? Ja gut, aber halten wir fest. Aber ich weiß auch, was du hinaus willst. Jegliches Verfahren, wenn hier Riefen wären. Wäre scheiße. Wäre geldtechnisch wieder eine Katastrophe. Richtig. Jetzt reden wir hier gerade nur von vielleicht noch nicht mal neuen Kolben eigentlich. Die könntest du sauber machen im schlimmsten Fall. Neue Kolbenringe, ja, Ölabtreibringe. Bis auf, wenn der kaputt ist vielleicht. Bis auf, wenn du den jetzt rausziehst und der ist gebrochen. Dann Kolben neu. Aber Motorblock nicht. Plus, die Köpfe sahen jetzt so gut aus, dass man sagen kann, einfach im schlimmsten Fall, wenn überhaupt Ventile neu, was ich jetzt glaube ich aber erstmal nicht denke. Also da jetzt theoretischerweise Köpfe zerlegen. Genau. Ventile raus, neu, ne? Ventilschaftung erstmal reinigen. Ventile erstmal strahlen mit Glasperlen, dass die richtig sauber sind, einmal polieren und dann die Sitze nacharbeiten ein bisschen, ne? Und dann war's das eigentlich. Dann auf Dichtheit prüfen und dann kannst du die Köpfe wiederverwenden. Also keine hier kostentechnische... Das Problem ist jetzt gerade, weil du jetzt zum Beispiel sagst, wenn jetzt hier der Kolben gebrochen wäre, gehen wir davon aus, müssen wir da auf jeden Fall die Bohrung messen, also die muss gemessen werden, weil die Bohrung kann sein, dass die oval ist. Also die Bohrung muss nicht mehr rund sein, die Bohrung könnte oval sein. Das wäre natürlich auch der Worst-Case-Fall, der jetzt eintreten würde. Dann
die Riefe in Anführungsstrichen, ja, weil der Zylinder wäre dann auch kaputt. Das haben wir jetzt, das ist auch so eine Problematik bei diesem Motor, ne? Genau. Dass die Zylinderlauffläche dann anstatt gerade dann, wie so ein... Ja gut, du stell dir das Loch einfach vor. Das Loch ist nicht mehr rund, sondern das Loch wird einfach oval. Ja, ne? Wie ein Ei, sag ich jetzt mal. Oder entwickelt so einen Bauch, so, weißt du? Genau, richtig. Ja. Dann hätte man schon wieder ein Problem und dann müsste man auch wieder an den Block. Das müsste man einmal mit einer Messuhr irgendwie nachmessen, ne? Das müssen wir in der Messuhr machen, also beziehungsweise müssen natürlich erstmal alle Kolben raus und dann müssen wir das schauen, ne? Erst sauber machen, ja. Dann muss das mal gewaschen werden. Klar kann man das jetzt auch so messen, ne? Aber ich würde den einmal waschen und würde das dann vernünftig messen, ne? Ja, drehen wir mal den Motor und gucken uns mal die letzten zwei Zylinder an, ob wir hier keinen Worst Case Fall haben wollen. Genau, so machen wir's. So, Motor gedreht, was sagst du? Ja, also unser Übeltäter, an dem ist immer noch nichts festzustellen. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, dass dieser Zylinder am saubersten aussieht. Der eigentlich am wenigsten Kompression hatte. Ja. Aber also jetzt vom Kolbenbild siehst du das halt auch. Der hat da natürlich am wenigsten an Ölkohle, ne? Wenn du dir jetzt die anderen anschaust, wie 1 und 3, hier überall hat die diese extreme Ablagerung, ne? Mhm. Und der hat das gar nicht so extrem. Das heißt, es könnte natürlich sein, wenn er natürlich da einen Druckverlust hat, dass diese Verbrennung da ja gar nicht so stattfinden kann. Oder also in dieser Verdichtung, ne? Sage ich jetzt mal. Ne? Aber jetzt hast du hier am ersten zum Beispiel, kann man schon so, ja, das ist so Riefe, ich möchte gerne durchkommen, bin aber noch nicht da. Ja. Weißt du so, das ist so schwierig. Also man... Kannst du mit dem Fingernagel was fühlen? Man merkt gar nichts, also... Nee, ne? Nichts, ja, ne. Okay, also das, ich hatte gerade schon zu Toni gesagt, das kann man so gerade eben noch durchgehen lassen, oder? Das ist, ja, wie ich ja gesagt habe, das ist wie so Prüfung. 4 minus, bis hast du doch gerade so bestanden. Ja. Und hier war, glaube ich, auch so ein bisschen. Hier machen wir nochmal den Lappen ein bisschen sauber. Ja, da hast du auch, aber wenn solange du mit dem Fingernagel nichts fühlst, ist es eigentlich nicht tragisch. Dann wäre das jetzt der Fall, wo du sagen kannst, einmal anhonen, nenne ich es jetzt mal. Also. Und dann dieses Alusivverfahren einmal machen. Also ich merke da nichts. Kann man durchgehen lassen, ne? Das kann man durchgehen lassen. Aber da müssen wir erstmal die Kolben auf jeden Fall mal ziehen, ne? Ob da irgendwas gebrochen ist, ne? Genau. Also Motor und Kopf drehen, einmal Kolben ziehen, oder was? Einmal Kolben ziehen, ja. Dann müssen wir das mal Ölwanne so abbauen, ne? So, mein Bester. Ölwanne kommt ab, ne? Die kleine Ölwanne kommt jetzt schon mal ab hier? Die kleine und dann kommt... Können wir die große abmachen. Gleich nochmal die große. Ja, man dann irgendwie... Aber hör mal, sieht gut aus, ne? Keine Späne, nichts. Alles picobello, mein Freund. Alles picobello. Das sieht schon mal gut aus. Keine Hiobsbotschaften hier. Es hätte, Toni, bis jetzt durchaus schlimmer kommen können, oder? Es hätte tatsächlich schlimmer kommen können, aber zu 100%. Von daher, ich bin guter Dinge bis jetzt noch. Ich freue mich. Weniger Arbeit. Weniger Arbeit. Auf jeden Fall gut, dass wir hier keine Späne gefunden haben. Jetzt sagt der Toni gerade, die Ölpumpe muss ab. Die Pumpe sitzt ja auf dem Deckel, wie du siehst, ne? Ja, und dann kommst du hier an die anderen Schrauben von der großen Ölwanne. Genau, und dann kommen wir schon an die... an die Kolben. An die Pleuel. Kolben. Da gucken wir. Ganze Boden voll hier. Auf die Kurbelwelle. Ja, jetzt drehen wir den Motor erstmal, damit das Öl hier ausläuft. Warte kurz. Da kommt noch Öl raus, ja, ordentlich, ne? Sprung, hier rauskommt. Da kommt noch ordentlich Öl raus. Da denkt man gar nicht, wie viel Öl sich überall in den ganzen Kanälen, Kolbenboden sammelt, ne? Sollen wir direkt hier Krisenkind rausholen, damit wir wissen, was los ist? Krisenkind? Ja, oder? Dann sehen wir direkt, was los ist. Und was ist hier? Ein QR-Code ist da drauf oder was? Damit du irgendwie... Du kannst ja mal scannen und dann kommst du so an die Teile. Also beziehungsweise macht er dir, glaube ich, das Ersatzteil auf, oder? Echt? So. Ja, ja. Das ist ja cool. Und dann sehen wir auch ganz interessant, was du hier gesagt hast. Du hast ja gesagt, die Lagerschalen müssen bei dem auch neu gemacht werden. Also alle 100.000 kann man das machen. Ist halt, streiten sich immer die Geister. Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Ich sag ja. Und das sehen wir jetzt auch direkt wieder, ne? Also jetzt, sobald du die Halbschale hier rausholst, sehen wir direkt auch auf dem Kolben, was los ist mit der Lagerschale. Genau. Dann können wir die erstmal schon rausholen. Die sieht doch ganz gut aus. Ja, die ist gut. Kein Kupfer, kein gar nichts, ne? Kein gar nichts. Aber die kommen ja eh neu, also von daher... Ja, ist halt egal. Aber kein Schaden auch wieder, ne? Zwecks Kurbelwelle. Weil die Kurbel, die Kurbelwelle könnte ja auch Schaden nehmen, sag ich mal, ne? Ja klar, je nachdem, was da jetzt los sein sollte, könnte die Schaden nehmen, logisch. Boah, ich bin echt gespannt, wenn wir jetzt die Kolben rausholen, was da los ist, ne? Oh, jetzt. So. Siehe da. Man sieht erstmal nichts. Nichts Wildes auf jeden Fall. Kannst du mal erläutern, worauf du jetzt genau achtest? Ja, ich gucke jetzt natürlich erstmal, ob ich hier irgendwelche Risse entdecke oder ob ich irgendeinen gebrochenen Kolbenring finde. Ja. Was aber jetzt erstmal augenscheinlich nicht so aussieht. Genau, also wir haben hier zwei Kompressionsringe natürlich, ne? Einmal den oberen, einmal den mittleren. Ja. Und hier unten ist der Ölabschreifring. Ja. Der natürlich verhindert, dass das Öl von unten in den Brennraum gelangt. Mhm.
So, und jetzt gucke ich mir natürlich erstmal die Kolbenringe an, ob die vielleicht irgendwo gebrochen sein könnten. Außer die Öffnung muss er ja haben, ist ja logisch. Mhm. Und dann gucke ich mir die Kolbenzwischenräume hier an, also zwischen den Ringen, ob der vielleicht da irgendwo gebrochen ist, wo der theoretischerweise hätte den Druck verlieren können. Aber das sieht jetzt erstmal augenständig ganz gut aus. Und Kolben ist auch nicht in zwei Stücke gebrochen. Noch nicht. Deswegen, aber den müssen wir auf jeden Fall mal waschen. Mhm. Und dann sehen wir da auf jeden Fall mehr. Mhm. Vielleicht. Ne, also jetzt sieht es auf jeden Fall, ist alles ölig hier. Jetzt kann man es nicht so richtig erkennen. Aber sieht eigentlich alles ganz gut aus momentan. Ja. Lagerschale sieht auch gut aus. Ja. Das ist jetzt die obere Lagerschale, ne? Ja. Die ist auch in Ordnung, ne? Genau. Ja. Dann können wir die erstmal hier. Ist natürlich auch wichtig. Wir haben hier ein sogenanntes gecracktes Pleuel. Das heißt, das Pleuel wurde bei der Fertigung mit Absicht gebrochen. Mhm. Siehst du das? Mhm. Ja, und da muss man natürlich auch, passt das so rum gar nicht, ne? Seht ihr? Mhm. Muss man natürlich auch darauf achten, dass das wieder richtig rum zusammen ist. Machen wir uns die Deckel einfach wieder drauf. Und ansonsten können wir nichts drehen. Hier ist natürlich auch noch eine Pfeilrichtung drauf, wie das Pleuel eingebaut werden muss. Mhm. Weil es teilweise gibt es hier dickere und dünnere Stellen. Je nachdem, weil du hast ja hier zwei Pleuel auf einem Zapfen. Mhm. Ja, und damit die hier aneinander vorbeikommen, sind die manchmal etwas abgeflachter als auf der anderen Seite. Mhm. Haben wir jetzt hier soweit auch erstmal keine Hiobsbotschaft. Ja, Freunde, soweit ist jetzt hier erstmal Thema. So, da gucken wir uns jetzt nochmal die Zylinderlauffläche komplett an. Also wir haben da eine leichte Druckstelle, aber die ist auf jeden Fall nicht schlimm. Mhm. Lass mich mal von der anderen Seite gucken. Aber hier genau das gleiche Spiel. Also wir haben jetzt hier kein offensichtliches Schadensbild am Zylinder. Mhm. Und auch noch kein offensichtliches Bild am Kolben. Mhm. Was wir natürlich jetzt noch nicht hundertprozentig wissen, ist das Ventil. Ja. Das müssen wir theoretischerweise auch ausbauen. Vielleicht ist das ja krumm oder etc. Ne? Krumm vielleicht nicht, aber vielleicht ist der Sitz auch beschädigt. Das kann man jetzt natürlich noch nicht so richtig feststellen. Obwohl ich ja sagen muss, der Druckverlust, das hast du natürlich leider im Video nicht gezeigt, aber das war wahrscheinlich wegen der Akustik, weil es so laut im Hintergrund war. Ja. Wir haben ja aber auf jeden Fall einen Druckverlust. Also der ist jetzt ja nicht hier durchgegangen, ne? da wäre er direkt draußen gewesen, ja. Sondern er ist nach oben entwandert, also quasi durchs Ventil. Ja. Das ist das, was wir optisch gehört, also optisch sage ich schon, was wir vom Geräusch mit dem Ohr gehört haben. Ja. Dann würde ich mal sagen, so sieht das Ganze hier aus, wenn man einen Kolben rauszieht. Wir haben noch 7 Stück an der Zahl übrig. Das ist das ganze Dilemma, was jetzt hier abgebaut werden musste, um da dran zu kommen. Und ich würde sagen, für heute sind wir schon mal mit keine Hiobsbotschaften durch. Der Toni wird das Ganze nochmal weiter zerlegen in meiner Abwesenheit dann, weil... Wenn du willst, dann mache ich das. Ja, weil ich muss jetzt gleich leider los. Ich habe noch einen Termin, ich muss noch ein Auto wegbringen. Ich bin noch ein bisschen in einer zeitlichen Bedrulle, weil wir haben jetzt schon fast 17 Uhr und ich habe noch 600 Kilometer vor mir heute. Okay. Deswegen... Also würde ich doch eher vorschlagen... Machen wir das beim nächsten Video nochmal, wenn alle Kolben raus sind. Und im zweiten Teil gehen wir da mal durch mit der Messung. Genau. Ich baue das alles auseinander, mache das alles sauber, baue auch den Kopf auseinander. Ja. Und mach das alles erstmal sauber und dann können wir uns das alles nochmal anschauen und nochmal durchmessen von dem Tisch. Dann gucken wir nochmal ganz in Ruhe. Dann messen wir jeden Zylinder durch, gucken, ob wir irgendwo Toleranzen haben. Schauen uns auch die Köpfe nochmal an, zerlegt. Schauen uns dann die Kolben, mach die Ringe einfach mal ab. Schauen uns dann die Ringe nochmal an. Ja. Ich lege mir die dann hin auf Zylinderweise, wo die ab waren. Und dann, wenn das sauber ist, können wir das alles nochmal genau anschauen. Und dann hoffen wir, dass wir was finden. Also, weil irgendwo muss der Druck ja hingegangen sein. Ja. Also, bleibt gespannt. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo.